So, sehr geehrter Herr Professor Hasselmann, sehr geehrter Herr Professor List, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch online. Mein Name ist Per Töresson, ich bin der schwedische Botschafter. Und im Namen der schwedischen Botschaft ist es mir eine große Freude, Sie alle herzlich willkommen zu heißen zu diesem ganz besonderen Symposium hier im Nordischen Fellowship in Berlin. Zu Gast haben wir zwei herausragende, will ich wirklich sagen, deutsche Forscher, Professor Hasselmann und Professor List. Und die werden beide heute Abend ihre sehr verdiente Nobelpreise im Harnack-Haus des Max-Planck-Instituts erhalten. Und ich freue mich auch sehr, dass wir keinen weniger als Ranga Yogeshwar gewinnen konnten, um das Symposium zu leiten. Auch Ihnen, Herr Yogeshwar, ein ganz herzliches Willkommen. Alfred Nobel hatte ja in seinem Testament vor über 130 Jahren sein großes Vermögen einer Stiftung gewidmet. Diese Stiftung kennen wir heute als die Nobelstiftung. Deren Zinsen sollten als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Und das trifft bei unseren beiden Preisträgern sehr gut zu. Professor Hasselmann, Sie erhalten den Preis für die physikalische Modellierung des Erdklimas, die Quantifizierung von Schwankungen und die zuverlässige Vorhersage der globalen Erwärmung. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten von der großen Klimakrise ist es natürlich von sehr großer Bedeutung. Und Professor List, Sie erhalten den Preis für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse. Nicht eine Entdeckung, die nicht zuletzt im medizinischen Bereich von sehr großer Bedeutung ist, was natürlich auch in Pandemiezeiten ein Zeichen setzt. Meine Damen und Herren, ich möchte diese Diskussion nicht länger verzögern, sondern es ist mir jetzt eine große Freude, an Sie, Herr Yogeshwar, das Wort zu übergeben und viel Vergnügen bei der Sendung. Dankeschön. Vielen Dank für die nette Einführung und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Wir machen das hier im scheinbar kleinen Kreise, aber der Kreis ist dank Internet natürlich sehr viel größer, weil diese Veranstaltung wird gestreamt, nicht nur von Seiten der schwedischen Botschaft, sondern bei Max Planck, beim Futurium, dem bekannten Wissenschaftsmuseum hier in Berlin. Phoenix wird es übertragen und sogar auf meinem eigenen YouTube-Kanal kann man es sehen. Also es ist wirklich breit gestreut. Ich freue mich sehr. Und ja, das Erste ist zuerst einmal einen herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, auch wenn wir zu wenigen sind, dürfen wir einmal applaudieren an die beiden. Es ist natürlich so, dass wir zwei Themenbereiche haben, die beide extrem relevant sind. Wir haben gesehen, Nobel hat immer gesagt, zum Wohle der Menschheit. Also das ist etwas, was verbrieft ist. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Klaus Hasselmann, wenn ich mir das angucke, was in diesem Jahr im Grunde genommen die Welt, aber natürlich auch dieses Land bewegt. Und es ist zum einen Corona, das ist der Grund, warum wir es so machen. Das ist schlecht für Sie und gut für mich, weil in Stockholm wäre ich wahrscheinlich nicht dabei. Aber auf der anderen Seite geht es um das große Thema Klima, Klimaforschung. Wenn ich in die Geschichte zurückgehe bei Ihnen, ich habe das Glück, ein bisschen Ihre Tochter zu kennen und die Familie ist auch hier anwesend. Das Ganze hat gar nicht mit Klima begonnen, sondern mit Wellen bei Ihnen. Also ich war eigentlich als Physiker interessiert, wie die Physik funktioniert und die Wechselwirkung zwischen Natur und Menschheit und Gesellschaft haben mich eigentlich immer interessiert. Mein Vater ist Ökonom, hat also mich also auch mal ein bisschen angeregt. Und insofern die Frage, wie der Mensch das Klima ändert und wie man das feststellen konnte, das hat mich eigentlich immer schon interessiert, als Physiker schon. Das war bei Ihnen sowieso interessant, wenn man Ihre Biografie ein bisschen verfolgt. Bedingt durch den Krieg, Sie sind in UK aufgewachsen, kann man sagen. Sie haben da, glaube ich, das Abitur gemacht, kommen dann nach Hamburg
Und zu der Zeit wurde Klimaforschung eigentlich überhaupt nicht als solches behandelt. Sie haben mehr auf Meereskarten geguckt, auf Wellenbewegungen, die und Sie haben modelliert. Ja, mich interessiert einmal die Geophysik an sich, nicht? Und die Wechselwirkung zwischen Wellen. Da wir an der Küste gewohnt haben, hat mich das auch sehr interessiert. Und als Physiker hat mich einfach die ganze Wechselwirkung zwischen Natur und Gesellschaft eigentlich schon immer interessiert, ja. Mein Vater war auch Ökonom, also nicht Physiker, aber als Ökonom. Und insofern die ganze Frage Wechselwirkung, Gesellschaft und Physik, das hat mich eigentlich schon immer von Anfang an interessiert. Und dann gibt es eine Station, die, glaube ich, bei Ihnen sehr wichtig ist und interessanterweise eine Parallele hat bei beiden Nobelpreisträgern. Und zwar, Sie gehen irgendwann nach San Diego. Mhm. San Diego war, glaube ich, so ein Punkt, wo aus dem wässrigen Milieu dann tatsächlich das Klima bei Ihnen wirklich zum Fokus Ihrer Forschung wurde, oder? Nee, also ich habe mich an sich erstmal für die Ozeanographie interessiert. Die Frage, wie die Wellen entstehen, Meereswellen und Wechselwirkung zwischen Wind und Wellen, das hat mich da allmählich in die Meteorologie ausgeführt, also die Kombination zwischen Wetter und Wellen und Seegang. Und dadurch bin ich also allmählich in diesen Bereich eigentlich reingekommen. Aber wie es gar nicht gekommen ist, weiß ich nicht genau. Ich bin irgendwie so reingedriftet, glaube ich, einfach aus Neugierde, wie das alles funktionierte. Ihr Sitznachbar hat einen großen Vorteil. Er hat Ihnen etwas voraus. Er hat nämlich schon die große Nobelpreisfeier in Stockholm miterlebt. Denn Christiane Nüßlein-Vollhardt hat diesen Nobelpreis bekommen im Bereich der Evolutionsbiologie und Sie haben sie begleitet, weil Sie familiär verquickt sind. Ja, das ist meine Tante, das ist die Schwester meiner Mutter und ich war der einzige Naturwissenschaftler in dieser Generation, also von den Neffen. Und dann hat sie netterweise mich mitgenommen zu der Zeit. Das war toll. Und ich bin sehr, sehr dankbar, gerade jetzt. Ich habe letztes Jahr gedacht, die armen Nobelpreisträger, dass sie dieses Jahr nicht nach Stockholm dürfen, weil ich weiß, wie unglaublich schön das ist und was für ein besonderer Moment und was für ein besonderes Ereignis das ist. Insofern bin ich schon auch ein bisschen traurig. Auch wenn man, glaube ich, heute, wenn es irgendwie eigentlich ziemlich verkehrt ist, wenn ich jetzt sage, ich bin traurig. Also, das stimmt es eigentlich auch. Absolut keinen Grund. Es gibt absolut keinen Grund, traurig zu sein, weil Sie kriegen die Party heute und im nächsten Jahr, so Corona will, kriegen Sie dann auch nochmal den großen Auftritt in Stockholm. Toll, also Sie kriegen mehr als die anderen. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Bei Ihnen führte der Weg in die Chemie und das Schöne ist, wenn man in Detail mal schaut, wie hat das Ganze begonnen. Ja, also zuerst könnte man sagen, okay, wenn in der Familie schon Nobelpreise verteilt werden, könnte das vielleicht suspekt sein. Aber bei Ihnen hat das angefangen in jungen Jahren im Keller. Genau. Aha. Ja, das war sogar so, ich wusste das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass ich einen Urgroßvater hatte, der Chemiker war und meine Tante war jetzt auch nicht so präsent, dass sie Naturwissenschaftlerin ist. Mhm. Ich hatte plötzlich halt diesen Drang, Chemie zu machen. Schon mit 11 ging das los. Und dann haben wir uns kurze Zeit später ein Labor eingerichtet bei einem Freund im Keller und haben da halt Experimente gemacht. Damals konnte man noch bei einer Apotheke Chemikalien kaufen, konzentrierte Schwefelsäure, Zink, Salpeter, Schwefel, Kohle, das hat man alles gekriegt. Der Apotheker hat immer gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich damit? Und wir haben dann behauptet, naja, wir machen Waschpulver für unsere Eltern. Also ganz kurz, er hat hier im Grunde genommen die Zusammensetzung für Schwarzpulver aufgelistet, oder? Aber versteckt. Ich war auch jung. Das Interessante bei Ihnen ist, Sie sind aufgewachsen in einer Kultur, ich sag mal Kinderladen, also anti-autoritäre Erziehung. Genau. Nicht unbedingt, glaube ich, so ein Fokus auf Naturwissenschaften. Überhaupt nicht. War das so eine Art jugendlicher Sprung zu sagen, ich will anders sein als meine Eltern? Interessante Frage, wirklich eine neue Frage. Darüber habe ich auch noch nicht Fachprofi. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war ja schon so ein bisschen eine freie Erziehung. Zum Beispiel gab es keine musikalische Früherziehung. Das war zum Beispiel bei der Generation meiner Mutter, meiner Tante Jani, die konnten alle ein Instrument und richtig gut auch. Ja. Mhm. Meine Tante, die andere Schwester von den beiden, die wäre fast Geigerin geworden. Also sie sind wirklich fabelhafte Musiker. Meine Mutter dagegen hat gesagt, naja, wenn die interessiert sind, dann kommt das schon von selbst irgendwann raus. Mhm. Und so hat sie eigentlich alles angefasst oder aufgefasst, ja, als in ihrer Erziehung. Dass, wenn die Interesse haben, dann entwickelt sich das schon von selbst. Und irgendwo hat sie einen Punkt gehabt, ja, weil die Chemie kam einfach so
aus mir selbst heraus, diese Begeisterung dafür. Und ja. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, weil ich habe gefragt, warum Chemie? Ich meine, das fragt ein Physiker natürlich. Und die Antwort war, weil man mit Chemie die Welt verstehen kann. Ja, ich weiß, die Physiker lachen sich immer. Ja? Wie kann der nur denken, dass die Chemie die Antwort liefert? Aber wie gesagt, ich war 11 und ich wusste das nicht. Und ich dachte wirklich, Chemiker verstehen halt, woraus alles, was uns umgibt, ist, Moleküle, Atome. Mhm. Und die verstehen auch, wie die miteinander wechselwirken. Also verstehen sie auch, wie der Mensch tickt am Ende. Das war wirklich meine Illusion. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Physiker wissen die Antworten auch nicht halt am Ende. Sie wissen die Antworten nicht, aber sie arbeiten daran. Klaus Hasselmann, was ich total spannend finde, ist, wir gehen jetzt mal ein bisschen ins Detail. Ich mache es mal laienhaft. Es gibt viele Menschen, gerade in diesem Sommer hatten wir Starkregenereignisse, wenn man an die A denkt oder selbst bei uns zu Hause im kleinen Dorf, ja, ist so viel Regen gefallen, dass auch unser Haus teilrenoviert werden musste. Und es gibt immer Menschen, die sagen, das eine ist Wetter und das andere ist Klima. Und wenn man es mal auf einen einfachen Punkt bringt, ist genau das ein Kern Ihrer Arbeit, dass Sie festgestellt haben, ich kann sagen, dass es Schwankungen gibt beim Wetter und trotzdem gibt es da einen Trend, den man ablesen kann. Ja, also die zwei verschiedenen Frequenzen, nicht? Also die Zeitskalen, nicht? Also das Wetter ist so über Tage, Wochen und Klima ist bei Monaten länger und die Vorstellung, dass man immer etwas länger warten muss, bis man von Klima reden kann, ist manchmal etwas schwer zu vermitteln. Aber es ist eben tatsächlich dasselbe Phänomen. Es sind nur wenn man das Spektrum der Schwankungen sich anschaut, muss man die Schwankungen also sehr kleinen Frequenzen anschauen und das sind nachher Klima. Aber es ist an sich nur das langfristige Wetter eigentlich, nicht? Also es ist kein grundsätzliches Unterschied zwischen Klima und Wetter. Es ist also alles dasselbe Phänomen der Schwankungen des Systems. Und das geht von den hohen Frequenzen bis zu den niedrigen Frequenzen runter. Und das muss man dem Laien vielleicht an der Stelle auch vermitteln. Der eigentliche Kniff bei Ihnen besteht darin, dass Sie wirklich die Behandlung dieser Schwankungen als statistisches, wenn man so will, Rauschen oder statistische Phänomene aufgreifen und dann gucken, wo kann man in dem Rauschen trotzdem ein Signal rausziehen und sagen, hier, das ist nicht mehr normal, das ist nicht der Ausbruch eines Vulkans als Konsequenz, sondern da ist was anderes. Naja, das war das Hauptproblem, nicht? Dass man den Unterschied zwischen den kurzfristigen und langfristigen Schwankungen unterscheiden kann. Und wenn man eigentlich sagen kann, das ist Klima und das ist noch Wetter. Nicht? Und das ist ja heute immer noch ein Problem, wie man es genau definiert. Nicht? Also Klima ist eigentlich nur eine langfristige Fortsetzung des Wetters, genau genommen. Nicht? Aber dennoch wissen wir alle heute, es gibt enorme Konsequenzen. Zum einen, Sie haben, ich weiß nicht, wie viele Enkel, Kinder, Enkel, also die nächste Generation, die da... So 9 bis 11 irgendwo. 9 bis 11, okay. In der Wissenschaft ist ja genauer, muss ich dazu sagen. Aber es ist ja doch ein Schritt aus einer theoretischen Betrachtung, aus einer Modellierung, aus dem Überprüfen, irgendwann in die Gewissheit zu kommen, zu sagen, hier sehe ich etwas, was wirklich sein muss. Wann war etwa dieser Moment, wo Sie wirklich merkten, das ist nicht mehr, ja, vielleicht Rauschen, man hinterfragt immer sein Modell, aber wo die Gewissheit anfing, bei Ihnen aufzukommen? Ja, es ist schwierig. Also ich hatte meine erste Gewissheit, hatte ich nachher auch ein paar Arbeiten zusammengeschrieben, die kein Mensch verstand. Und ich hatte Glück, wann war das etwa? Das war ungefähr 1976, 77 in der Gegend. Und ich hatte das Glück, dass ich sehr geduldige Mitarbeiter hatte, die also auf mich Rücksicht nahmen und dann so das umgeschrieben haben, sodass man verstehen konnte. Und dann habe ich nachher mit ihnen zusammengearbeitet und haben wir schöne Kooperation gehabt und hat viel Spaß gemacht. Aber die ersten Arbeiten waren eigentlich ziemlich unverständlich für die meisten Leute. Und wenn ich jetzt zurücklege und das lese, habe ich großes Verständnis für die Menschen, die da. Was ich interessant finde, ist, Ihre Tochter Annette sagte mir, sie waren eher vorsichtig mit, das sind die Konsequenzen. Also das ist nicht, wenn man heute im Grunde genommen junge Menschen sieht, die auf die Straße gehen, die sagen, das ist so, muss man verstehen, das ist nicht das Ergebnis einer Wissenschaft, die ganz schnell sagt, ja, das ist menschengemachter Klimawandel, sondern
Sie waren eher konservativ im Sinne von genau gucken, bevor das wirklich rausgeht. Ja, ich war sehr froh, dass die jungen Leute haben, die das heute auf die Straße bringen und auch Öffentlichkeit darstellen. Das ist aber nicht meine Art, das zu machen. Also ich bin eben Wissenschaftler und ich bringe das auf andere Weise ran. Und ich habe also eine Tochter und andere junge Leute, die das machen. Und ich freue mich, dass sie das tun und unterstütze das auch. Aber es ist nicht meine Art, das zu machen. Nicht? Also ich bin nicht sehr gut in der Kommunikation. Ich bin in England aufgewachsen und meine erste Sprache Englisch und mein Deutsch ist immer so ein bisschen gebrochen. Und insofern bin ich mal ganz froh, wenn die jungen Leute das aufgreifen und in die Öffentlichkeit reinbringen. Es ist aber wichtig, dass sie das machen. Insofern freue ich mich. Sie haben geforscht, also Sie waren unglaublich viel unterwegs. Sie waren in Woods Hole, Sie waren in San Diego, Sie waren auf Hawaii. Mhm. Also den Vater hätte ich mir auch gewünscht, Forschungsaufenthalt auf Hawaii. Und dann sind Sie nach Hamburg gekommen und in Hamburg haben Sie, ja, ich sag mal, man würde heute sagen, Klimaforschung wirklich begonnen, eine Gründung eines Max-Planck-Instituts. Das war gar nicht so einfach, weil Sie waren ja eigentlich fachfremd, Sie waren kein Meteorologe. Ich hatte einen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Reimer Lüst, der also sehr verständnisvoll war und mich an die Arbeiten ließen wollte. Und ich hatte zwei Mitarbeiter, Modulativ und Harbo Grassel, die sehr gerne in der Öffentlichkeit auftraten. Und ich habe die das machen lassen. Und dann habe ich meine Klimaforschung nebenbei gemacht. Und dann also meine Grundidee, dass ich die Physik revolutionieren würde mit meiner Theorie. Dann war das nichts geworden. Und das habe ich nebenbei weiter gemacht. Insofern hatte ich immer die Freiheit, dass ich also gute junge Leute hatte, die gerne in der Öffentlichkeit auftraten und auch bekannt sind in der Öffentlichkeit, ja. Also die meisten Leute kennen die alle. Und ich war froh, dass sie das gemacht haben. Und wir haben uns gut verstanden und das ging eben sehr schön. Und Sie hatten noch ein unverschämtes Glück, muss man dazu sagen, nämlich Sie hatten eine Ehefrau, die sehr viel vom Fach versteht. Herzlich willkommen. Zuerst einmal, ich habe den Film geguckt, Die Frau des Nobelpreisträgers. Da habe ich nochmal an Sie gedacht. Sie haben auch durchaus in der Mathematik gerade im Einsatz von Computern sehr viel gemacht, korrekt? Ja, ich bin ja erstmal immer hinter Ihnen hergereist mit drei Kindern. Ja. Und habe dann die Kinderzeit gemacht und dann das nochmal zu Ende gemacht. Und dann habe ich, als er eben anfing mit der Klimaforschung, habe ich die Arbeiten mit der Wellenwechselwirkung weitergemacht und daraus ein Wellenmodell, ein globales Wellenmodell entwickelt und auch diese Theorie, dass man von Satellitendaten eben Wellendaten erkennen kann, das habe ich eben weitergemacht und dieses WAM-Modell nennen wir das, Wave Model, läuft eben global jetzt eigentlich an sehr vielen Wetterstationen als Vorhersage für Schiffrouting und solche Sachen. Sie haben, und das fand ich einfach total spannend, im Grunde genommen den Einsatz von Computern auch wirklich forciert. Das war so auch ein Baby, ich weiß selber, so in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Klimaforschung nutzte die besten Computer. Da waren Sie auch durchaus mit beteiligt, ne? Ich hatte großes Glück, muss ich sagen, weil mein Wellenmodell immer genommen wurde als Benchmark für die neuen Rechner. Und dann brauchte ich immer wenig anzupassen. Das war immer ganz angenehm, weil sonst, wenn ein neuer Rechner kommt, man ja seine Modelle immer sehr anpassen muss. Und, aber sonst forciert nicht. Es ist eben, heute ist es sehr viel einfacher, zum Beispiel diese Wellenwechselwirkungen auf den Computer zu bringen, einfach weil die Computer eben powerful sind. Und damals musste ich eben doch diese Berechnung von den Wellenwechselwirkungen mathematisch bearbeiten, damit wir sie in ein Modell einbringen konnten. Ja, also wir sind total happy, Sie auch hier heute begrüßen zu dürfen. Danke. Das ist Ihr Applaus. Klaus Hansemann, das muss total schön sein, wenn man mit dem Ehepartner an der Stelle auch inhaltlich arbeitet. Also die Wechselwirkung, die hier bei Wellen gesehen wird, die gibt es ja auch beim Menschen bekanntlich. Ist das ein ganz wichtiges Element bei Ihnen, dass Sie in Ihrer Entwicklung ständig auch, ich sag mal, gut gehalten waren, auch
in dieser Bubble von Leuten, die sagten, ja, geh in die Richtung. Das war natürlich ganz wichtig, nicht? Ich hatte eine sehr tolerante Umgebung dadurch und hat auch viel Spaß gemacht und auch viel Wechselwirkung und auch wenn man viele Sachen falsch gemacht hat, meine Frau konnte aufpassen und wenn was schief ging, haben wir es auch meine Frau geschoben und das ging also alles sehr gut. Benjamin List, ja. Wenn man ein bisschen eintaucht in ja, wirklich das Tolle Ihrer Wissenschaft, dann gibt es so ein paar Aspekte, die ich total spannend finde. Der erste ist, und als Laie und als Physiker ohnehin, denkt man ja gar nicht so sehr über die Welt von zum Beispiel Enzymen nach, also von chemischen Substanzen oder Katalysatoren, die in gewisser Weise Reaktionen ermöglichen. Wie lief das bei Ihnen ab? Sie haben in Frankfurt begonnen und dann, wann kam so der Geschmack auf zu sagen, hey, das ist eine Richtung, in die ich hineingehe? Ja, ich war ja hier in Berlin, war ich Doktorand und dann ist mein Doktorvater nach Frankfurt gewechselt und ich bin mit ihm mitgegangen, habe dann dort promoviert über ja, knallharte chemische Synthese, Naturstoffsynthese. Und ich hatte dann gedacht, irgendwie, das beherrsche ich jetzt alles, ich muss mal was komplett Neues machen. Und damals war eben die Meinung bei den Chemikern, dass es eigentlich nur zwei Arten von effizienten und selektiven Katalysatoren gibt, nämlich zum einen metallhaltige Verbindungen und zum anderen eben die Enzyme, die Sie ja schon ansprachen. Und ich wollte mich dann mit Enzymen beschäftigen, und zwar einer speziellen Variante, nämlich katalytischen Antikörpern. Das war damals ein heißes Feld, dachte ich zumindest, war es eigentlich gar nicht mehr, aber ich dachte es halt. Und so bin ich dann an das Scripps Research Institute gekommen in San Diego. Das war sozusagen genau, die Parallele, ja, dass ja, ja, ja. Aber der Strand von La Jolla ist ja, irgendwie ja. inspirierend. Ja. Genau, ja, das kann man so sagen. Ja. Nein, und dann habe ich dort mit katalytischen Antikörpern gearbeitet. Das sind also wirklich wie Enzyme, große Proteine, so wie wir sie auch in unserem Körper haben. Und hatte das Glück, dass wir da gerade einen ganz tollen Antikörper entwickelt hatten, der war genauso gut wie ein Enzym. Ich hake nur mal nach, weil einen Antikörper entwickelt haben. Ich glaube, gerade in der Corona-Pandemie muss man sich mal klar machen, Antikörper werden in einer irrsinnigen Vielfalt rausgeworfen. Ja, genau. Und dann guckt man, welche passen. So muss man sich das vorstellen. Ja, das oder? Ist total faszinierend, weil es so eine Art kombinatorischer Prozess ist. Der Körper macht schon irgendwie sowas wie 100 Millionen verschiedene Antikörper, die die ganze Zeit durch unseren Körper zirkulieren. Und wo, sobald sie irgendwas gefunden haben, ein Enzym oder ein Virus oder ein Bakterium, dann wird auf einmal dieser spezielle Antikörper verstärkt hergestellt. Das ist eigentlich ein total faszinierender Mechanismus. Also die werden nicht quasi gebildet, um ein Antigen zu binden, sondern die sind alle schon da und nur der Gute wird dann selektiv halt hergestellt. Und so konnte man auch mit einem gewissen Tricks dann auch daraus Katalysatoren machen, die eben chemische Reaktionen ermöglichen. Und das war ein ganz toller, der hatte das fabelhaft gekonnt. Und meine Aufgabe war dann als junger Postdoc herauszufinden, wie macht der das eigentlich, wie funktioniert das? Und dann hatten wir eine Röntgenstruktur, wo man wirklich die atomare Struktur dieses Enzyms halt verstehen oder sehen konnte. Und da habe ich festgestellt, erstaunlicherweise, dass es eigentlich nur eine Aminogruppe, das ist eine stickstoffhaltige funktionelle Gruppe, und eine Säuregruppe war, die da nötig war für die Katalyse. Also wenn man sich das mal visuell vorstellt, man sieht so ein Enzym, komplette, große Spaghetti-Struktur. Ja, genau. Und da gibt es sozusagen die kleine Rosine und Sie sagen, das ist eigentlich genau das, worauf es ankommt. Und es ist vergleichsweise unglaublich klein im Vergleich zum großen Enzym. Und nur diese beiden Gruppen braucht man. Und das Erstaunliche war eben, was mir dann halt irgendwie klar wurde, dass Enzyme, also dass wir, die Biologie, nicht so limitiert ist auf metallhaltige Katalysatoren. Es gab ein Jahrhundert, in dem es Nobelpreise gab für Katalyseforschung. Das waren alles übergangsmetallhaltige Katalysatoren. Und sehr viele, also etwa 17 Stück. 17 ungefähr, genau. Ja. Genau, und alle waren übergangsmetallhaltig. Wir dachten einfach, man muss ein Metall haben. Das ist quasi synonym mit Katalyse. Aber die Natur macht es überhaupt nicht so, sondern sogar so, dass die Mehrheit aller Enzyme komplett metallfrei ist. Und die sind genauso aktiv. Ja, also da ist kein inhärenter Unterschied. Ja. Aber am Anfang war es so, dass Sie im Grunde genommen ja ein Feld betreten haben, wo, ich drücke das wahrscheinlich laienhaft aus, wo man schon mal nachgeguckt hatte und man hatte gesagt, oh, da ist nichts, wir machen die Tür wieder zu. So und dann ähnlich, kommt Ben List und sagt, nee, ich mach die nochmal auf. Ja, es war ein bisschen so und ich hatte damals, weil es wurde hier bei der Schering interessanterweise in Berlin, wurde das entdeckt, dass Prolin eine Reaktion katalysieren kann.
die wollten es eigentlich technisch einsetzen. Es war eine mehr oder weniger Zufallsentdeckung und es blieb komplett unverstanden und es wurde auch nie technisch eingesetzt. Und deshalb, aus diesen Gründen halt, weil es nicht verstanden wurde und weil es auch nicht technisch eingesetzt wurde, geriet so in Vergessenheit. Ich sage auch immer, ehrlicherweise hätte man, was wir gemacht haben, auch früher entdecken können, meinetwegen in den 80er Jahren. Da war keine neue Technologie irgendwie vonnöten. Das hätte man viel früher entdecken müssen sogar. Ja. Aber, und dieses Prolin ist ja eigentlich so ein kleines Ringmolekül, sieht so aus wie eine kleine Hand, ja. Wie so ein Daumen. Ich sage bewusst Daumen, ja, ja. Weil es gibt das sozusagen in links und rechts, genau. So wie bei Handschuhen, Chiralität. Genau. Ja. Und Sie finden raus, es gibt immer nur die Linken, die machen es und die Rechten sind gar nicht so wichtig, also in dem konkreten Fall. Es ist so, also die Natur aus bis heute unerklärten Gründen ist selektiv bei spiegelbildlichen Molekülen. Mhm. Die sind ja physikalisch betrachtet eigentlich wirklich fast identisch, energetisch. Mhm. Und die werden eigentlich auch genau gleich hergestellt. Aber in unserem Körper können wir das genau unterscheiden. Und ein Medikament kann zum Beispiel eine gute Wirksamkeit haben, und also ein Spiegelbild und das andere nicht oder ist sogar giftig. Lebensmittel, also genau. Zucker und so weiter. Ja, ja, ne? Die haben alle diese Eigenschaften, die Aminosäuren und so weiter. Manchmal riecht es gut und das andere riecht dann nicht gut. Und das ist eben irgendwie verblüffend, aber deshalb ist es so wichtig, dass man die selektiv herstellen kann. Und das Prolin kommt, es gibt beide Formen, in der Natur kommt nur die eine Form vor, aber man kann die andere auch herstellen. Und die katalysieren beide diese Reaktion, aber bilden dann eben spiegelbildliche Moleküle, und zwar hochselektiv. Mhm. Und das hat man damals eben organischen Molekülen einfach nicht zugetraut. Wenn man die Relevanz sich anguckt, ist die ja gigantisch. Also das ist sogar bei der Ankündigung des Nobelpreises gesagt worden, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist weltweit für mich völlig verblüffend. Wie hoch ist er etwa? Also mir ging es auch so, als ich das gelernt habe, dass die Katalyse insgesamt als Technologie etwa zu einem Drittel des Weltbruttosozialprodukts beiträgt. Mhm. Und ich glaube wirklich, es gibt keine andere Technologie, die wichtiger ist als Katalyse für das Leben der Menschen auf diesem Planeten. Katalyse sorgt dafür, dass es warm ist, sorgt dafür, dass wir satt werden, sorgt dafür, dass wir geheilt werden, wenn wir krank sind. Letzten Endes werden alle Moleküle, alles, was uns so umgibt, werden irgendwann mal mit Katalysatoren in Berührung kommen. Und diese Art der Katalyse, die wir mitentwickelt haben, die organische Katalyse, ist jetzt gerade in dem Prozess, die Herstellung von diesen Spiegelbildmolekülen, das sind viele Medikamente, zu revolutionieren. Also das ist quasi in der akademischen Welt macht man das fast nur noch so. Also ich übertreibe immer mal ein bisschen, es gibt auch immer noch alle anderen Felder. Aber auch in der Industrie wird das verstärkt eingesetzt. Zum Beispiel wird so ein antivirales Medikament hergestellt, und das auch wirklich eingesetzt wird, gegen HIV nämlich. Das eine sind Medikamente, aber wenn man sieht da hinten diese wunderbaren Würfel, die ein Teil der Sustainability Goals sind, wenn man an Energieeffizienz denkt, Katalysatoren sind möglicherweise ein Schlüssel, mit dem man bedeutend weniger Energieeinsatz, Substanzen und so weiter produzieren kann. Genau. Das ist ja die Art, wie Katalysatoren wirken, ist eben die Aktivierungsenergie herabzusenken, sodass sie einfach im Prinzip inhärent grün und energiesparend sind. Mhm. Das stimmt, ja. Wenn ich nochmal die Brücke baue, also es gibt die Asymmetrie, die Spiegelungen, die gibt es natürlich auch in der Physik. Mhm. Ja, also wahrscheinlich ist unser Universum, nur die eine Version, und es gibt dann das andere Universum, die Antimaterie und so weiter. Dafür gab es auch irgendwann mal einen Nobelpreis, dass man das so trennen konnte. Wenn wir aber nochmal auf Ihre Forschung gehen, Sie bauen eigentlich ein Modell, mit dem man etwas versteht. Ich greife jetzt mal etwas auf, was gar nicht so im Nobelpreis genannt wird, aber Sie arbeiten auch ein bisschen weiter an dem, was man heute wahrscheinlich pauschal Weltformel nennen würde oder ein Verständnis. Glauben Sie, dass man Natur, dass man dieses Wunder des Lebens überhaupt modellieren kann? Doch, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass man mit einfachen Grundprinzipien, also das alles sehr viel besser verstehen kann. Und das war eigentlich immer mein Traum, das nochmal zu machen. Und bisher habe ich es noch nie geschafft. Also ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre habe, daran zu arbeiten. Aber die
Idee, dass die Grundphysik sehr viel einfacher als Gesamtsystem darstellbar ist, so wie Einstein sich das vorgestellt hat. Das ist eigentlich immer noch mein Traum und ich verfolge das immer noch nebenbei als Hobby sozusagen, aber mal sehen, was dabei rauskommt. Es ist jetzt sehr bescheiden, wie er das ausgedrückt hat, weil als Stockholm anrief, habe ich eher den Eindruck, dass sie dachten, endlich einer, der begreift, an was ich hier arbeite. Das wurde mir so rapportiert. Also. Aber noch einmal zurück. Das eine ist das wissenschaftliche Verständnis. Und wir sind ja jetzt in einer Phase, wo wir gerade in Glasgow oder vor einigen Jahren in Paris gesagt haben, okay, wir müssen reduzieren. Jetzt frage ich einfach mal einen, der es wirklich weiß, wenn wir an unsere Generation von Kindern und Enkeln denken. Glauben Sie, dass wir sozusagen irgendwann dieses Plateau erreichen, dass wir ja irgendwie diese Klimathematik so ausbremsen können, dass auch in den nächsten Jahrzehnten das Leben noch Spaß macht? Naja, Sie sollten meine Frau fragen und nicht mich. Also meine Frau ist sehr, sehr pessimistisch. Ich bin sehr optimistisch. Also ich glaube, dass wir das schaffen können. Ich möchte Sie an diesem Tag, möchte ich jetzt Sie fragen. Also Sie sprechen sofort an die Diskussion, die ich damit meine Frau habe. Also ich selber bin sehr optimistisch. Ich glaube, okay, wir haben die Möglichkeiten, die ganzen Probleme, die wir haben, mit den Klimaproblemen in den Griff zu kriegen, mit der Technologie umzuwandeln, erneuerbare Energien, die sind natürlich heute schon konkurrenzfähig mit den kommerziellen fossilen Brennstoffen. Also ich persönlich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden, umzuschalten auf erneuerbare Energien und dass es Leute Freude macht und dass sie keinen Nachteil haben in der Lebensqualität und wie gesagt, ich habe also sehr positive Einstellung, dass das alles schon klappen wird. Mhm. Aber wenn Sie eine andere Auffassung haben wollen, muss ich meine Frau fragen. Ja, können Sie. Aber das Spannende ist ja, es gibt ja viele, die sagen, wir reden hier von einem Feld, wo es viele nicht lineare Phänomene gibt. Also ja, wo Klima ist nicht so wie Autofahren, da kann man nicht Gas geben und wenn es zu viel wird, dann drücken wir auch die Bremse. Sondern es kann ja sein, dass wir sozusagen in Zustände hineinlaufen, wo tatsächlich etwas sich so ändert, dass es fast irreversibel ist. Die Sorge der sogenannten Kipppunkte, sehen Sie das auch? Ja, das ist ja durchaus da, nicht? Also das System ist ja tatsächlich nicht linear und da gibt es genau viele Rückkopplungen, die wir auch gar nicht genau verstehen. Und es kann durchaus sein, dass wir in eine Situation kommen, wo wir eine Runaway-Klimakatastrophe bekommen. Mhm. Das ist nicht auszuschließen. Aber wenn wir es rechtzeitig erkennen, haben wir genug technische Möglichkeiten, das aufzugreifen. Insofern ist mein Grundoptimismus, dass wir das schon schaffen werden. Aber die Gefahr ist schon da, also dass wir den Kopf in den Sand stecken und nicht sehen, dass wir ein Problem haben und nicht darauf reagieren und nicht erkennen, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, das ohne große Kosten das aufzugreifen, ist die Gefahr, dass wir da reinschlittern in eine Katastrophe. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich bin optimistisch, dass wir schon rechtzeitig erkennen werden und dagegen steuern werden. Sie haben eine ganze junge Generation, die jetzt sozusagen sehr aktiv ist, Fridays for Future. Ja. Ich habe gehört, Sie gehen da auch manchmal mit. Wenn Sie, und das ist ja wichtig, wenn man den Nobelpreis bekommt, Sie werden ja heute Abend geehrt, wenn Sie die Urkunde ganz genau angucken, auf der Rückseite, da steht drauf, ganz klein geschrieben, dass ab dann die Wörter und die Worte ein anderes Gewicht haben. Also, dass man die Verpflichtung hat, an der Stelle auch nach außen, wird man mehr gehört. Wenn Sie heute die Möglichkeit haben, was ist die Botschaft, wo Sie sagen würden, hey, macht das oder das? Als Stimme eines Nobelpreisträgers wird man viel mehr gehört. Also ich würde sagen, hört auf die Fridays for Future. Die können das immer sehr viel besser darlegen, als wir das als sture Wissenschaftler konnten. Und ich finde es sehr wichtig, dass sie das machen und ich freue mich, dass sie es tun. Und soweit ich kann, unterstütze ich sie auch. Aber ich habe also nicht so eine gute Art, das Sachen überzubringen an die Öffentlichkeit. Und ich freue mich sehr, dass sie das machen. Und ich schütze das so gut ich kann. Ich habe auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber ich murmel ein bisschen so von mir hin und das
das hat nicht so gute Wirkung und ich freue mich sehr, dass die jungen Leute das aufgreifen und das in die Öffentlichkeit bringen. Das ist sehr wichtig. Also ich kann Ihnen nicht zustimmen. Ich finde, Sie machen eine ziemlich gute Öffentlichkeitsarbeit, müsste ich auch mal sagen. Benjamin List, wenn wir an die Welt der Chemie, gibt es ja auch welche, die Chemie ist fast ein Synonym für eine Welt, die wir nicht brauchen. Also ohne Chemie steht ja auch in Lebensmitteln drin. Wie absurd ist das in den Ohren eines inzwischen natürlich geehrten Nobelpreisträgers? Ja, ich weiß, worauf Sie anspielen. Auch ein Grund, warum ich immer solche Sachen gerne mache, weil ich irgendwie dazu beitragen möchte, dass die Chemie anders wahrgenommen wird, als sie im Moment wahrgenommen wird. Wir sind diejenigen, die Plastikmüll in die Ozeane schmeißen und Glyphosat hat auch ein ganz schlechtes Image und alles, was synthetisch ist, ist sowieso furchtbar. Ich dachte dann immer, aber was ist, wenn man dann plötzlich irgendwie eine Magen-Darm-Infektion hat und dann kriegt man ein Medikament und auf einmal ist sie am nächsten Tag weg, dann sagt man nicht, danke Chemie. Oder dass zum Beispiel HIV eine der schlimmsten Pandemien aller Zeiten, da sind zig Millionen Menschen dran gestorben, das ist heute einigermaßen im Griff, also bei uns, in den entwickelten Ländern, weil wir Medikamente haben. Die haben Chemiker designt und Chemiker stellen die her und irgendwie, ich möchte so ein bisschen für die verkannten Nerds hier sprechen, dass wir auch einen wichtigen Beitrag halt zu dem Leben auf diesem Planeten leisten. Das ist irgendwie, wirst du gerne vergessen. Muss man vielleicht nicht sogar die Lanze noch viel stärker brechen in die Richtung, dass bei den Herausforderungen, die wir haben, Chemie möglicherweise eben auch ein ganz wichtiger Mosaikstein ist, absolut, zu sagen, wie schaffen wir es, nachhaltiger, mit weniger Energie zu operieren? Ja, ich argumentiere immer so, die letzten 100 Jahre, da waren eigentlich Katalysatoren, das war die wichtigste Technologie, die wir haben. Und ich glaube nicht, dass es in den nächsten 100 Jahren anders wird. Es ist vielleicht eine andere Katalyse. Wir machen zum Beispiel nicht mehr so viel Benzin aus Erdöl. Ich glaube, das ist eine der größten Katalysen, die es überhaupt im Moment gibt. Das passiert in Gigatonnenmaßstab. Aber wir müssen vielleicht zum Beispiel das CO2 aus der Luft mit Katalysatoren in irgendwas anderes umwandeln. Solche Fragen finde ich spannend. Wenn man das im richtig großen Maßstab machen könnte, wäre das toll. Eine künstliche Photosynthese, zum Beispiel meine Traumreaktion, ich sage es immer, ist CO2 zu C plus O2. Ganz einfach, die einfachste chemische Reaktion. Also die Reverse. Ja, die Essenz der Photosynthese im Prinzip, nur ohne Wasser. Und dann würde man Sauerstoff zurück in die Atmosphäre geben und das C könnte man zum Beispiel, daraus könnte man Autobahnen bauen oder Hochhäuser. So denke ich. Und ich glaube, das wäre auch das wäre meine chemische Reaktion, mit der ich mich gerne beschäftigen würde. Das Problem ist immer nur, ich kann irgendwie meine Doktoranden nicht so davon begeistern. Die wollen immer asymmetrische Organokatalyse mit mir machen. Das ist, weiß auch nicht warum. Junge Leute sind natürlich nicht nur diejenigen, die auf die Straße gehen, die einen verstehen. Aber junge Leute sind auch manchmal diejenigen, die auch Fragen haben. Und das Schöne ist, es gibt hier in Berlin eine schwedische Schule. Und bedauerlicherweise, normalerweise hätte die schwedische Botschaft heute hier noch viel mehr junge Leute eingeladen. Aber aufgrund von Corona senden wir online. Aber wir haben zwei junge Menschen, die eine Frage stellen und die haben uns die Frage per Video geschickt. Wir gucken mal rein. Toll. Hallo. Hallo, wir sind Schüler an der schwedischen Schule in Berlin und gratulieren Sie und wegen der Ehre des Nobelpreises, die Ihnen dieses Jahr ausgeteilt wurde. Ich heiße Alma. Und ich heiße Magnus. Und wir haben beide eine Frage an Sie. Meine Frage ist, was dient Ihre Erfindung der Menschheit? Wie hilft sie der Menschheit? Und meine Frage ist, wie viel Fleiß und wie viel Talent führte zum Nobelpreis? Dankeschön und viel Glück noch in der Zukunft. Tschüss. Ja, jetzt will ich die Frage mal aufgreifen. Ich fange mal Klaus Hasselmann mit der zweiten Frage an. Wie fleißig muss man als Nobelpreisträger sein? Also ist das mehr Inspiration oder mehr Transpiration? Man muss sehr, sehr hart arbeiten. Also immer früh morgens aufstehen und bis abends spät nachdenken und nachher kommen dann die Ideen. Nee, ist Quatsch. Also man arbeitet einfach. man macht seine Wissenschaft, weil es Spaß macht und man hat viele Kollegen, mit denen man in Wechselwirkung steht und ein Institut, das einen unterstützt und
Es ist ein sehr schönes Leben und es ist eigentlich erstaunlich, dass man von Steuerzahler bezahlt wird, so ein schönes Leben zu haben. Und wenn was Gutes rauskommt für die Gesellschaft, freut man sich. Und nebenbei, wenn es nicht so viel bringt für die Gesellschaft, dann untersucht man Seegang und wie der Seegang steht und so weiter. Mhm. Und, also man ist eigentlich sehr privilegiert, dass man das machen kann, was einem Spaß macht und dafür Geld kriegt. Also, insofern bin ich der Gesellschaft sehr dankbar, dass man Wissenschaften fördert. Benjamin, wenn man das nimmt, ich glaube, das Wichtigste ist eher Leidenschaft und weniger Ehrgeiz, oder? Sehe ich ganz genauso. Und ich würde den beiden Kindern auch raten, halt das zu machen, was sie wirklich begeistert. Mhm. Ich meine, es klingt trivial, aber es ist wirklich wichtig. Wenn man nämlich was mit Enthusiasmus macht und mit großer Begeisterung, mit Freude, weil man es liebt, dann mag man den Nobelpreis kriegen oder nicht, aber das ist am Ende eigentlich egal. Weil das, was man gemacht hat, hat einen Spaß gemacht und man hat es gerne gemacht. Also deshalb bin ich auch eigentlich nicht so einer, der immer sagt, hard work. Lieber mit Freude. Mhm. Und so versuche ich auch, meine Mitarbeiter auszuwählen. Also es geht um die Leidenschaft für die Sache und es geht vielleicht auch um Priorisierungen. Ich will mal kurz einen Aspekt aufgreifen, der ist in den Medien auch ein bisschen thematisiert worden, aber ich glaube, der ist nicht unerheblich. Sie haben mit Ihrer Familie den Tsunami erlebt, der in Thailand für enorme Verwüstungen sorgte. Das haben Sie wirklich hautnah miterlebt. Also da kommt wiederum die Wellenphysik dahin. Das sind so Momente, wo man noch einmal neu resettet wird? Also bei mir war es so, ich weiß nicht, ob das vorher schon da war, dieses Bewusstsein, aber das kam schon, wir waren halt wirklich alle vier im Wasser, die Kinder konnten noch nicht schwimmen, wir wären fast ertrunken. Und da rauszukommen und das zu überleben und dann im Krankenhaus zu sein und ich hatte so diese Vorstellung, es ist irgendwie Dezember, Nieselregen in Mülheim an der Ruhr und wir trinken eine Tasse Tee und das war für mich, das wäre das ultimative Glück gewesen in dem Moment, da in dem heißen Krankenhaus zu liegen und noch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Aber was ich danach wirklich wusste, auch für eine lange Zeit, ist es einfach, dass es nicht um Anerkennung, um Preise, wie oft werde ich zitiert, ich weiß nicht, ob das in Ihrer Karriere ein Problem war. Ich habe mich immer geärgert, wenn irgendjemand was gemacht hat, der hätte mich jetzt eindeutig zitieren müssen. Das habe ich mir da zum Beispiel abgewöhnt, das war mir komplett egal. Und das ist eigentlich auch wirklich, wirklich nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass man lebt, dass die man liebt, dass die auch leben und dass man einigermaßen gesund ist. Das ist wirklich die Essenz. Es ist nur so, das vergisst man dann ganz schnell wieder. Und bei mir war es dann auch so, nach einem halben Jahr, irgendwann habe ich mich dann wieder geärgert. Ah, der hätte mich zitieren müssen. Dann wusste ich, okay, ich bin jetzt wieder normal. Aber trotzdem, so tief hinten drin, dieses Wissen ist einfach da. Darum geht es nicht. Ich frage jetzt auch mal ganz spontan Ihre Frau. Sie sind eigentlich Juristin. Wie ist das, die Frage könnte ich meiner Frau auch stellen, wie ist das mit einem Wissenschaftler zusammenzuleben? Ich denke mal, wie mit jedem anderen Menschen auch. Interessant, abwechslungsreich. Ja. Und das Schönste ist eigentlich, mit einem Menschen zusammenzuleben, der das, was er tut, wirklich liebt. Weil das steigert die Laune jeden Tag und zu Hause ist die Stimmung heller und das ist einfach ein Geschenk. Aber es gibt natürlich vielleicht ein Problem und das ist das Problem der Vermittlung. Es gibt ja so einige Berufe abends bei Freunden, da kann der drüber reden, aber wenn er plötzlich über Katalysatoren redet und über tolle Asymmetrien und so weiter, dann ist das so ein Partybremser? Also solange ich es nicht erklären muss, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, unser Freundeskreis kann damit ganz gut umgehen und ich würde sagen, wenn mein Mann das erklärt, ist es nie langweilig und jeder versteht es. Sie waren beim Nobelpreis, als das Telefon klingelte in so einem Café beim Frühstück, ne? Mhm. Wie lief denn das ab? Ja, also wir wussten schon, dass an diesem Tag der Nobelpreis vergeben werden würde. Die Sensibilität war schon da? Die ist jedes Jahr da. Ach, okay. Und jetzt hat es verraten. Nein, ich muss auch sagen, also mein Mann hatte 10 Tage vorher kam man mit einer Flasche Champagner nach Hause und unser älterer Sohn war zufällig da und sagte, er hätte den ACS, American Chemical Society, verliehen bekommen. Und ich hatte ihn montags vor dem Nobelpreis noch gefragt, ob es nicht sein könnte, dass der eben noch so
rübergeschoben wurde, weil vielleicht am Mittwoch noch was anderes kommt. Und das konnte er sich nicht vorstellen. Aber man ist natürlich so ein bisschen, also man ist ja auch immer gespannt, wer bekommt ihn denn? Weil wenn man in der Wissenschaftswelt lebt, kennt man ja auch die Kollegen und dann ist es natürlich immer spannend, wer das dann ist. Und als wir in dem Café saßen, was mich ein bisschen gewundert hatte, war, dass mein Mann sein Handy auf Vibrieren hatte. Das hat er sonst nicht, weil man erreicht ihn auch nicht immer so gut. Und er hat es dann aus der Hose. Also er hat sonst aus? Also er hat sonst, stumm. Ne? Okay. Und er holte, das wusste ich ja nicht, er holte das Handy aus der Tasche. Und ich sah nur, das Handy leuchtet. Und ich wusste natürlich nicht, dass es an seinem Bein vorher vibriert hatte. Und ich sah nur, das leuchtet. Und da sage ich, guck mal, dein Handy leuchtet. Das ist bestimmt dein Anruf. Und in dem Moment gucken wir beide auf das Display und sehen Schweden. Und das war dann schon ein ungewöhnliches Gefühl. Danke. Dann kommt Schweden und Benjamin, also jetzt mal Hand aufs Herz. Da ruft einer an. Das Erste ist, ist man... Also da gab es schon eine gewisse Vorerwartung. Und dann? Jetzt hat es verraten. Also es ja, ist nicht klar. Es ist natürlich nicht so, dass ich überhaupt nicht daran denke. Aber das ist nicht, weil das mein Lebensziel war. Ich möchte jetzt damit nicht alles konterkarieren, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist nicht das so. Das kaufen wir aber auch. Aber natürlich, die Leute tragen es immer an mich heran. Ja. Vielleicht ruft dieses Jahr jemand an. Ja. Okay. Die Entdeckung ist ja jetzt 22 Jahre her. Und natürlich kam das immer mal wieder, das Thema auf. Aber dann, wie läuft das ab? Dann ist da eine nette Stimme und sagt, Herr Göran Arnson, das ist der Vorsitzende von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Und ich kannte seine Stimme, weil ich mir vorher auch schon mal diese Pressekonferenzen angeguckt habe. Ja, Sie waren ja auch mit Frau Nüsslein-Vollert schon vor Ort. Ich weiß nicht, Ort, ob er damals schon dabei war, aber jedenfalls guckt man das halt so, wer hat es dieses Jahr gekriegt und dann sieht man diese Pressekonferenz. Insofern, ich kannte seine Stimme. Und danach habe ich dann auch noch mit einem aus dem Komitee gesprochen, der Peter Somfey, das ist der Organiker, den kannte ich auch persönlich. Insofern, ich wusste wirklich, dass es echt ist, dieser Anruf. Ja, aber natürlich so eine gewisse Restzweifel ist auch da. Aber sofort, also lassen die die Katze sofort aus dem Sack? Und nee, es war bei uns war ganz lustig, er sagte, hallo, das ist Göran Arnson, der Vorsitzende der ich so, nein, das gibt's ja nicht, dass Sie mich anrufen, damit hätte ich nie gerechnet. Dann sagte er so, Sie wissen doch gar nicht, was ich Ihnen sagen will. Und ich so, oh nein, die rufen an, die teilen mir mit, ja, wir wollten Ihnen nur sagen, Sie kriegen ihn dieses Jahr nicht. Das habe ich dann so kurz gedacht. Das war zum Glück nicht so, er hat es dann auch gesagt. Ja. Und dann legt man auf. Hatten Sie schon Ihr Brötchen gegessen? Nee, das hatten wir noch nicht. Wir wollten dann noch frühstücken. Irgendwie hat es nicht mehr geklappt. Es war mäßige Qualität und ich hatte auch nicht mehr so einen großen Appetit. Und man hat dann 45 Minuten Zeit, sich so zu wappnen für das, was dann auf einen einbricht. Nur das wurde mir auch genommen, weil eine Viertelstunde später ruft er nochmal an und sagt, Göran Arnson hier, hätten Sie zufälligerweise die Nummer von Dave McMillan? Ich erreiche den nicht. Das war der Co-Laureat. Ja, und dann habe ich ihm die gegeben und habe dann Dave eine Text-Message geschickt, so Dave, wake up. 2 Minuten später ruft er mich an und sagt so, Ben, sorry, das ist ein Spaß, meine Studenten sind fiese Kerle, die machen sowas ständig mit mir, glaub's nicht. Tut mir leid, dass ich dich da runterlassen muss, aber es ist nicht der Nobelpreis. Ich so, David, also wenn das ein Prank war, dann war das sehr, sehr gut mit Stimmenimitatoren und so weiter. Aber er hat es partout nicht geglaubt und hat dann noch um $1,000 mit mir gewettet, das ist kein Problem. Das heißt, es gibt den Nobelpreis plus $1,000. Bei ihm minus $1,000. Ja. Minus? Bei ihm minus, bei mir plus. Ja, ja, eben. Genau. Also, nicht ich bestehe auch drauf. Okay. Der weiß es auch. Aber der hat jetzt auch genug Geld, um das zu zahlen. Aber in dem Moment ändert sich zumindest bei vielen Wissenschaftlern etwas. Herr Hasselmann, in dem Moment, wo dieser Nobelpreis, das ist ja so ein heiliger Gral, zumindest wird das immer noch so dargestellt, dann kommt die ganze Presse, ja, und dann will jeder ein Interview und so weiter. Wie ist denn das so? Ist das Stress oder ist das so? Das ist eigentlich gar nicht Stress, weil das alles irgendwie nicht so real ist. Das habe ich so als Art Traum angesehen. Und ich habe das alles weitergeschoben an meine Frau. Meine Frau hat sich mit rumgeärgert und meine Tochter auch. Insofern, ja, das war alles irgendwie alles sehr real und irgendwie ging es vorbei und jetzt ist sie hier nicht. Also das kam mir alles so ein bisschen unwahrscheinlich vor. Aber naja, man muss akzeptieren, es ist immer tatsächlich Wahrheit, muss ich mich mit abfinden. Es gibt ja viele Wissenschaftler, die
den Nobelpreis bekommen und danach gibt es Ehrendoktorwürdenpreis. Also, ja, also das ist ja nur der Beginn einer sehr langen Geschichte an Ehrungen, Einladungen, Vorträgen. Da kann man jetzt, Ben, den Rest des Lebens damit verbringen, immer I'm the Nobel Prize, also es gibt auch so diese kleinen goldenen, und dann tingelt man durch die Welt. Das ist natürlich jetzt sehr schwer für einen Wissenschaftler zu sagen, gut, wo geht der Weg hin? Ja? Bleibe ich sozusagen im Labor oder fange ich an und die Frau sagt vielleicht, ach, wäre doch schön mal nach Japan und nein? Weiterforschen. Lass mich in Ruhe weiterforschen. Ja, ich habe jetzt darüber noch nicht so viel nachgedacht. Für mich war es auch irreal und ist es auch bis jetzt irgendwie immer noch wie ein Traum, das stimmt. Aber ich hatte, dieser Anruf hat mich halt aus einer tollen Phase meines Schaffens sozusagen rausgerissen. Mhm. Wir haben gerade die tollsten Katalysatoren, wir lösen richtig, richtig große Probleme. Mhm. Es ging bei der Organokatalyse lange darum zu zeigen, dass die das auch können, dass die auch gute Katalysatoren sind. Jetzt. Aber das haben wir schon gezeigt. Mhm. Jetzt geht es darum zu zeigen, dass wir echte große Probleme lösen können, die man vorher mit überhaupt nichts anderem lösen konnte. Weder mit Enzymen noch Metallen, Und deshalb fühle ich mich so ein bisschen rausgerissen und ich bin noch nicht bereit dazu, durch die Welt zu tingeln und philosophische Vorträge zu halten oder Yoga-Bücher oder Kochbücher zu schreiben. Ich bin einfach noch nicht so weit. Gibt es Nobelpreisträger, die Kochbücher schreiben? Also ich kenne jetzt jemanden, ja? Aber auch ein sehr gutes. Also, okay. Ja. Meine Tante nämlich. Christiane Nüßlein-Vollert schreibt Kochbücher. Also sie hat eins geschrieben und das ist wirklich gut. Wir kochen selbst ab und zu da draußen. Ja? Also, ja, ist wirklich gut. Viele Familienrezepte drin, Grießpudding, köstlich mit Okay, also das ist noch, die Weihnachtsgeschenke werden noch... Die Plätzchen. Wie heißt das Buch? Kochen mit Christiane. Einfaches zu besonderen Angelegenheiten heißt es, glaube ich. Gut. Es gibt einige Nobelpreisträger, die danach einen Bruch machen. Also ich kenne auch einige, die danach gesagt haben, so, ich mache was ganz anderes. Also es gibt Nobelpreisträger, die danach Bootsbau gemacht haben. Also hatten nichts damit am Hut, raus, was ganz anderes machen. Das steht nicht an. Also dass man irgendwo sagt, komm, jetzt... Noch nicht. Ein paar Jahre möchte ich das noch machen. Aha. Und dann vielleicht. Ja. Also ich finde diese CO2-Chemie finde ich irgendwie faszinierend. Und ich meine, wir machen Grundlagenforschung in der Max-Planck-Gesellschaft. Wir sind nicht dafür da, technische Probleme zu lösen, eigentlich. Aber warum nicht? Jetzt bin ich irgendwo frei. Ich kann doch auch meine Kreativität und die Intelligenz in meinem Labor nutzen, ein wichtiges Problem zu lösen, das der Menschheit helfen würde. Warum nicht? Also ist ja nichts Verkehrtes dran. Heute Abend, Stichwort Max Planck, gibt es die Verleihung im Harnack-Haus. Und Max Planck hat dieses tolle Prinzip des Harnack-Prinzips, nämlich man nehme einen Wissenschaftler und gebe ihm möglichst viel Freiheit, dann wird das schon was. Sie beide haben in gewisser Weise davon profitiert. Wenn man jetzt mal an Wissenschaft in Deutschland denkt, wo es ja auch durchaus sehr viel Bürokratie und sehr viel zähe Masse gibt, gibt es da so als Nobelpreisträger eine Botschaft, wo Sie sagen, hey, Deutschland, an der Stelle ändert mal das und das? Also mir fällt schon auf, dass die Wissenschaft in Deutschland oft schlechter geredet wird, als sie in Wirklichkeit ist. Das sieht man, wir haben jetzt zwei deutsche Nobelpreisträger, letztes Jahr auch zwei, in Physik und Chemie. Also so ganz schlecht kann es nicht um Deutschland bestellt sein im Moment. Die Max-Planck-Gesellschaft ist auch natürlich eine besondere Institution, weltweit einzigartig eben in diesem Vertrauen, das es uns gegeben hat. Ich war 36, da hat man mir zugetraut, so eine Abteilung zu leiten. Eine riesengroße Gruppe, bis zu 50 Mitarbeiter. Manche Max-Planck-Direktoren haben über 100 Mitarbeiter. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und auch die Sicherheit, dass man Mittel hat, um seine Forschung zu betreiben. In den USA zum Beispiel muss man für Forschungsmittel immer einen Antrag zunächst stellen. Und das ist halt bei uns umgekehrt. Man kriegt das Geld erst mit diesem Vertrauen, dass man auch was Gutes auf die Beine stellt und wird dann evaluiert alle paar Jahre. Aber das ist bei Max Planck so. Aber Klaus Hasselmann, wenn ich noch mal an die Kultur denke, gerade bei jungen Menschen, die an Universitäten gehen, da habe ich oft den Eindruck, verrennen wir uns im Moment manchmal in so einem Leistungsdruck, ohne
den Menschen die Freiheit zu geben. Also dieses Publish or Perish kann ja manchmal dazu führen, dass man die wirklich cleveren Ideen gar nicht entwickelt, weil man unter dem Zwang steht, Jahr für Jahr zu zeigen, was es gibt. Ja, das sehe ich als sehr gefährlich an, nicht? Dass man diesen Druck auf die jungen Menschen gibt, immer möglichst schnell etwas zu publizieren, etwas Oberflächliches und nicht die Zeit haben, etwas länger zu arbeiten. Insofern bin ich der Marktbankgesellschaft sehr dankbar, dass sie also da doch ein bisschen Freiheit geben. Und ich versuche das auch meinen Mitarbeitern möglichst auch weiterzugeben, dass sie also sich gesichert fühlen für ein paar Jahre wenigstens, um ihren Sachen nachzugehen. Aber es ist ein bisschen ein Problem, nicht? Wenn man also alles zu frei lässt, dann macht man gar nichts und sie haben einfach eine schöne Zeit. Man muss schon irgendwie, die Leute müssen von sich aus, von innen einen Druck haben, etwas leisten zu wollen. Mhm. Und wenn das da ist, dann kann man das die Freiheit denn geben, dass sie das auch nützen. Aber wenn man einen Faulpelz hat, dann nutzt das einfach aus, nicht? Und das ist die Frage als Institutsdirektor, wie man also das richtig steuert, dass man die produktive Kräfte freigibt, ohne dass die Faulpelze da ein freies Leben haben können, nicht? Also das ist, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist oder nicht, aber ich habe ein paar gute Leute gehabt und einige Faulpelze gehabt. Also das ist nun mal. Den Namen. Wenn es darum geht, diese Kultur nochmal zu entwickeln, faule, nicht faule, eingezwängt zu sein. Ich meine, jetzt ist es natürlich toll, ein Nobelpreisträger, der kriegt die Mittel, der muss sich nicht mehr darum kümmern. Aber gibt es so eine Botschaft für Jüngere, wo man sagt, hey, mach das? Was du eben gesagt hast, halt diese, dass man versucht, dass die jungen Leute oft versuchen, in ein heißes Forschungsfeld sich zu begeben, weil da halt so viel schon läuft und dann kriegt man schneller Paper. Das finde ich keine gute Idee. Sondern ich würde echt sagen, mach lieber irgendwas Spezielles, was du aber mit Begeisterung wirklich machen möchtest. Das ist auf jeden Fall die bessere Botschaft, weil oft ist es so, also ich habe viele Kollegen gehabt, also Mitarbeiter gehabt, die später dann selbst Professoren wurden, die haben gesagt, ich mache jetzt erstmal 2-3 Paper in diesem Feld, dann bin ich so sichtbar. Und später mache ich dann die wichtigen Sachen. Mhm. Aber das Problem ist, oft werden die dann träge und ja, ein bisschen faul und fühlen sich dann so wohl in diesem Feld, dass sie dann nur noch das machen. Und dann kommen halt die wichtigen Arbeiten nicht. Also ich bin total ehrlich, ich hatte ja dieses Jahr eigentlich damit gerechnet, dass unter anderem Katalin Kallikö den Nobelpreis bekommt für ihre mRNA-Forschung. Ja. Ja, ich auch übrigens. Kriegt sie vielleicht auch nächstes Jahr, aber die ist ja für mich ein Paradebeispiel dafür, wie ein Wissenschaftler eine super gute Idee hat und viele Jahre forscht, ohne dass es eine Publikation gibt. Müssen wir da etwas wirklich ändern, damit wirklich gute Ideen rauskommen? Also im Prinzip schon. Ich finde es auch toll. Ihre Geschichte ist natürlich absolut unglaublich. Sie hat halt dran geglaubt. Niemand hat dran geglaubt. Sie wurde sogar runtergestuft von der Professorin auf, ich glaube, technische Mitarbeiterin. Ja. Sie hat trotzdem das weitergemacht. Und außerdem ist sie diejenige, wenn man das jetzt so auf diese Person halt fokussiert, die im letzten Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht hat. Das ist ja wohl eindeutig. Also insofern, das würde ich gar nicht für mich beanspruchen. Insofern, ich freue mich, dass ich jetzt noch gekriegt habe. Aber ich finde auch, also ich hätte auch mit ihr absolut gerechnet. Aber die Schwierigkeit ist natürlich nur, das in dem Moment zu sehen. Ist das die Idee, die jetzt in 30 Jahren die Menschheit retten wird oder nicht? Aber ich habe gut zugehört bei der Ankündigung der Nobelpreise und es hieß, we are slow und wir gucken gewissenhaft. Genau. Und insofern sage ich, die Akademie hat schon sehr richtig gewählt mit Ihnen beiden. Heute Abend gibt es die Feier und freuen Sie sich drauf? Natürlich. Klaus Hasselmann? Ja, ich freue mich, natürlich. Ja. Gut, also heute Abend gibt es das rauschende Fest und wie gesagt, Sie haben beide Glück. Es gibt Corona und nächstes Jahr kriegen Sie noch eine Party, dann hoffentlich in Stockholm mit Gesang morgens. Also wir drücken Ihnen die Daumen. Nochmal ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Einblick zugegebenermaßen in Ihre Arbeit. Auch danke an die Familie, an die Partner, an die Frauen der Nobelpreisträger. Kennen Sie den Film? Okay, gut, dann wissen wir, warum wir das auch sehr betonen. Und das war dieses kurze Symposium hier in der schwedischen Botschaft. Und jetzt gucke ich noch mal auf Monika. Ja, danke schön.
Ja, im Namen der Botschaft bedanke ich mich herzlich für den sehr schönen Dialog, sehr intressanten. Und nochmals herzlichen Glückwunsch an Professor Klaus Hasselmann und Professor Benjamin List. Und vielen Dank an Ranga für die sehr schöne Gesprächsführung. Und Blumen, ja, und Ihnen allen, die den Stream verfolgt haben, danken wir fürs Zuschauen. Wenn Sie Danke. Möchten, können Sie die Nobelpreisverleihung heute Abend Danke. Live und folgendem Link verfolgen. Vielen Dank von uns. Ja, jetzt. Danke.